Heute geht's um Pizza. Für alle Pizza-Enthusiasten, die Freude haben am Pizza-Grillen, Pizza-Machen selber. Ihr habt vielleicht auch schon den Gedanken gehabt, euch einen Pizzaofen in den Garten zu stellen. Für das gibt's jetzt Abhilfe. Ein Riesenungetüm an einem Gas-Pizzaofen mit Rotation. Der Aetna von Witt, Rotante nennt sich der. Und es ist ein absolut genialer Grill für alle Pizza-Freunde. Und damit ein herzliches Willkommen hier bei Grill & Chill, Barbecue Lifestyle, euer Pitt hier. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Ja, seht ihr, eine riesen Verpackung. Wir haben den schon getestet, das kommt im nächsten Video. Ein absolut genialer Grill, was Pizza anbelangt. Und ich würde sagen, heute geht's ans Unboxing. Wir schauen mal rein und bauen das gute Stück auf. Ja, wie gesagt, wir haben hier eine riesen Verpackung. Der Grill mit Verpackung hat so um die 33 Kilo. Wir haben eine Breite von 85 mal 76 und in der Höhe sind wir hier bei 41. Also da passt richtig was rein. Zum Auspacken bitte mit zwei Personen arbeiten. Ist sehr simpel. Aufmachen, oben den Karton weg, passt. Passforme, Kartons hat es drin, rausnehmen und dann zu zweit rausziehen und auf den Tisch stellen. Und wie das nachher aussieht, das seht ihr jetzt. Ihr seht hier die Füße, die könnt ihr einfach rausklappen. Also ist auch schnell wieder in der Schachtel verstaut oder ihr lässt ihn einfach aufgebaut. Innen drin finden wir noch einen riesen Pizzastein. Dann das Anschlusskabel natürlich mit einem 50 Millibar Anschluss für die Gasflasche und dabei ist auch noch natürlich eine Anleitung plus ein Stromkabel für die Rotation unten drin. Das Spezielle an diesem Gerät ist natürlich, dass wir den Pizzastein rotieren lassen können. Der dreht sich schön drin und dann gibt es eine perfekte Pizza. Wir sind jetzt im Pizzagrill vorne drin. Hier seht ihr das Drehelement, wo der Pizzastein raufkommt. Hinten im Halbmond, ziemlich weit nach vorn, der Gasbrenner. Und ein kleiner Brenner hinten noch versteckt für den Pizzastein. Den könnt ihr auch noch erhitzen, nach Gusto, wie ihr wollt. So habt ihr einen perfekten Boden, schön knusprig oder schön weich, wie ihr es gerne habt. Dann haben wir hier den Pizzastein, der hat einen Durchmesser von 40 cm, also da könnt ihr richtig große Pizza drauf machen. Dann legen wir schon mal in die Rotation hinein, die ist passgenau. Da kann man den schön reinlegen und dann kann das auch perfekt drehen. Man hat hier noch einen geformten Pizzastein quasi, der ist nur für vorne drin. Den legt man schön rein, dass Verschmutzungen und solche Sachen hier nicht runterfallen. Dann kann man das perfekt reinigen und auch mit der Schaufel perfekt die Pizza wieder raus oder reingeben. Ja, ihr seht hier, wir haben einen Hauptbrenner und den Pizzasteinbrenner und hier die Rotation. Könnt ihr drücken, dann dreht sich der Stein. Jetzt schauen wir mal nach unten rein. Wir können hier nämlich unabhängig, ohne Strom, mit Batterien das Ganze auch starten und rotieren lassen. Dann braucht ihr nur einen Gasanschluss, ansonsten gibt es auch hinten einen Kabelanschluss, das zeige ich euch. Dann könnt ihr das direkt über das Stromnetz machen. Passt hier auch gut auf beim Aufklappen, dass ihr nicht zu nah hier rangeht. Dann drückt euch die Hand, das Fleisch von der Hand hier zwischendrin rein. Von unten schön aufmachen, dann kann da auch nichts schief gehen. Und ihr habt keine Schmerzen an der Hand oder im besten Fall noch schön was eingeklemmt hier. Das als Sicherheitshinweis, wo mir gerade aufgefallen ist. Dann ist aber alles andere super simpel und einfach aufzubauen. So sieht das gute Stück von unten aus. Wir haben hier einmal die Piezo-Zündung, Batterie rein. Und wer das Ganze mit
die Rotation mit Batterien betreiben möchte, hat hier ein Fach, 4 AA-Batterien, wie auch hier eine AA-Batterie rein. Und dann könnt ihr unabhängig ohne Strom das betreiben. Gas braucht ihr natürlich auf jeden Fall. Wer zu Hause ist und einen Stromanschluss in der Nähe hat, hier hinten hat es einen Einschub für den Stecker rein und dann seid ihr ja, bereit. Gasanschluss muss natürlich noch ran. Den Gasanschluss seht ihr hier auf der Seite. Da den mitgelieferten Gasschlauch mit dem 50 Millibar. Einfach ranschrauben, anziehen und natürlich testen, ob der auch dicht ist. Das werde ich mal machen und dann starten wir das gute Teil mal, würde ich sagen. Yes, ich freue mich. Dann starten wir mal den Hauptbrenner hinten rum. Da wirklich schön langsam reindrücken. Dann startet der Piezo-Zündung. Dann geben wir ein bisschen Gas drauf. Oben in der Mitte seht ihr vielleicht das blaue Schimmern, das ist der untere Brenner für den Pizzastein. Da könnt ihr kontrollieren, ob der auch wirklich an ist und läuft. Wir haben hier beim Aetna Doppelbrenner unglaubliche 9,2 Kilowatt. Das ist richtig Power. Das reicht locker aus, um perfekte Pizzas zu backen. Ich finde das absolut genial. Ihr könnt den Witt Aetna Rotante Pizzaofen natürlich auch mit Batterien betreiben. Unten 4 AA-Batterien rein plus einer für die Piezo-Zündung. Und dann seid ihr unabhängig vom Strom. Stromanschluss ist aber auch dabei. Auf dieser Seite haben wir die ganzen Anschlüsse und Starthebel für den Hauptbrenner, für den Pizza-Bodenbrenner. Und die Rotation, dass das Ganze auch dreht, der Pizzastein. Ich finde das absolut mega. Man kann hier perfekt zuschauen, wie die Pizza quasi aufgeht. Und ihr habt den Geschmack von einem richtigen Steinbackofen. Es ist unglaublich, aber es funktioniert mega. Ich habe das gute Stück mal gestartet. Beide Brenner sind an. Jetzt schauen wir mal, wie lange es geht, bis der wirklich auf Temperatur kommt und wie viel das der hergibt. Ich habe hier wieder mal meinen Tester dabei. Pizzastein ist jetzt bei 140 Grad, 169, 145, es geht langsam hoch. Wir sind jetzt bei einer Minute. Jetzt sind genau 5 Minuten rum. Wir testen mal. Pizzastein hat zwischen 230 und 279. Also das geht richtig schnell hoch. Dann sind wir schon bei 10 Minuten. Wir schauen. Pizzastein hat schon über 300 Grad, 293, 330. Ja, um die 330, 320. Mega!
Das nach 10 Minuten. Das würde eigentlich schon ausreichen für den Pizzaboden. Ich denke, da zwischen 330 und 350 ist ideal. Alles, was drüber ist, wird dann langsam gefährlich. Da muss es schnell gehen, sonst wird der Boden schwarz. So, die 15 Minuten sind rum, wir haben maximale Leistung. Pizzastein ist über 300 Grad, vorne der kleine Stein ist irgendwo bei 210 Grad. Und schauen wir mal, wie er oben von der Temperatur ist. Sind es etwa 110 bis 110. 26. Also er wird heiß, aber man sollte den natürlich auch nicht anfassen. Seitlich sind wir hier bei 65 Grad, also relativ entspannt. Da kann man auch mal noch rangreifen. Hier auch 60 Grad. Hinten auch dasselbe, also er wird, wenn heiß, richtig oben. Dann schauen wir noch unten rein. 33, 44 Grad, 36, 46. Also unten ist er relativ entspannt. Am direkten Blech hier 85 Grad. Also man sollte den natürlich auf keinen Fall angreifen. Wie gesagt, er geht irgendwie bis auf 500 Grad. Da muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Bei Kindern sicherlich schauen, dass die da nicht rangreifen. Ja, Freunde, wir haben hier einen exklusiven Pizzaofen. Sensationell, richtig Leistung. Ist unabhängig vom Strom, man kann den mit Batterien betreiben. Gas braucht man natürlich, das ist klar. Ansonsten gibt es den in schönen Farben. Schaut mal vorbei bei Grillfürst, schweizengrillfürst.de. Der hat den im Angebot. Immer auch wieder Aktionen am Start, müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Ich danke wieder, vielen Dank an Uwe von Grill fürs Schweiz, der mir den zur Verfügung gestellt hat und ja, ich den ausgiebig testen kann. Im heutigen Video gibt es keine Pizza, das kommt im nächsten. Da war ich bei Grill fürs, habe einen Roadtrip gemacht und wir haben uns das schön angeschaut und Pizza gebacken. Und ich kann euch versprechen, die werden oder sind extrem geil geworden für mich. Absoluter Knaller, ich wollte immer schon einen Pizzaofen haben, am liebsten einen gemauerten, habe dann auch mal das Ganze angeschaut, ist preislich deutlich höher als dieser und da müsste man zusätzlich doch einen Maurer engagieren, der das selbst dann schön mauert und schlussendlich könnte auch nicht viel mehr machen da drin als Brot und Pizza, hier natürlich auch, ist ein bisschen spezialisiert auf Pizza natürlich, könnte mal Baguettes aufbacken oder leckere Brötchen machen drin, die er schnell aufwärmt und anknuspert. Ansonsten ist es wirklich für Pizza-Enthusiasten, die Freude haben, am Pizzateig zu basteln, auszuprobieren und eine perfekte Pizza zu machen. Ich kann es euch nur empfehlen, schaut das Teil mal an. Es ist absolut riesig, schwer und ist alles aus Edelstahl, Stahl und Guss. Also es hält euch jahrelang auf jeden Fall und die Pizzasteine drin sind riesig. Man kann da bis zu 40 cm Pizza machen. Ob man da so große machen muss, ist dann euch überlassen. Ihr könnt kleine, längliche, runde machen, wie ihr wollt. Absolut genial. Ich kann das nur empfehlen. Es wird natürlich heiß rundherum, das ist klar, aber der hat auch richtig Power. Den werde ich mir schön in die Ecke stellen und das nochmal richtig gut testen mit meinen Freunden und Kollegen. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen hier. Wieder mal ein Review oder eine Vorstellung vom Witt Etna Rotation. Der dreht innen drin. Das ist absolut das Highlight. Da könnt ihr zuschauen. Es verbrennt nicht so schnell, weil ihr immer das Drehen habt. Wenn ihr einen einfachen habt, es gibt ja viele Mitbewerber, da müsst ihr halt mal drehen mit der Schaufel. Hier ist alles schon drin. Absolut genial, kann ich euch nur empfehlen.
Seid gespannt auf das nächste Video bei Grillfürst, wo wir die Pizza gemacht haben. Es ist einfach nur genial, da reinzuschauen und in der eine Minute habt ihr da eine perfekte Pizza. Da könnt ihr wirklich spielen, könnt mehr Gas geben, Feuer oder ein bisschen Retour. Da haben wir rumgespielt, einmal ging der Teig außen extrem hoch. Also da könnt ihr wirklich euch richtig testen und Spaß haben dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich extrem freuen über ein Däumchen, weil Däumchen werden Träumchen. Ballert in die Kommentare, was haltet ihr davon? Würde mich freuen, wer Pizza liebt, wird sicher Spaß haben an solchen Gerät. Und ich würde mich freuen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es wird gegrillt und gechillt hier auf meinem Kanal. See you, euer Pete. Danke fürs Reinschauen. Mega. Yes.